Herzlich willkommen zurück zum Erklärvideo. Ich zeige euch jetzt, wie man den Springteufel in Fusion 360 konstruiert. Fangen wir direkt an. Als erstes erstelle ich einen Zylinder, welcher als Plattform dient und in die Chipsdose eingeklebt werden kann. Dieser hat einen Durchmesser von 65 mm. Und ich gebe ihr eine Höhe von 2 mm. Direkt darauf konstruiere ich die Spirale. Diese lege ich mit 50 mm im Durchmesser an, damit sie später auch gut in die Dose hineinpasst. Wichtig ist, dass man hier beim Vorgang 9 Körper auswählt. Für die Umdrehung genügen hier 8. Und die Höhe setze ich mit 230 mm an. Diese Höhe variiert allerdings je nachdem, wie hoch euer Drucker drucken kann. Mein Drucker kann bis zu 252 mm drucken. Ich lasse daher noch 2 cm Platz, da wir oben auf diese Feder später noch eine kleine Kuppe setzen. Als nächstes lege ich noch einen Winkel von minus 2 Grad fest, damit die Feder nicht aufeinander sitzt, wenn sie eingedrückt wird. Die Schnittgröße der Feder beträgt hier 5 mm. Mit einem Klick auf OK wird diese Form nun erstellt. Damit die Feder nun aber auch ordentlich gedruckt werden kann, benötigen wir noch ein bisschen Supportstruktur. Der Support, der durch den Drucker automatisch generiert wird, wäre hier etwas zu schwer zu entfernen. Ich setze hier einen Zylinder im Durchmesser von 50 mm ein. Wenn ich diesen nun nach oben ziehen würde auf 230 mm, hätte ich keine Verjüngung. Damit sich der Zylinder nun nach oben verjüngt, erstelle ich ihn erstmal in 1 mm Höhe. Und durch eine Extrusion in der Höhe von 230 mm, also so hoch wie die Springfeder ist, kann ich hier auch wieder eine Verjüngung von minus 2 Grad angeben. Jetzt habe ich 3 solide Körper erstellt. Was ich aber möchte, ist ja, dass der Zylinder in der Mitte hohl ist. Dafür wähle ich die Schalenfunktion und kann dann auf die obere Seite des Zylinders klicken und eine Schale anlegen. Ich weiß, dass ich in 0,2 mm drucken möchte und daher dann mein Support nur eine Druckschicht betragen würde. Das Werkstück ist soweit jetzt schon fertig. Es wäre so jetzt schon druckbar. Allerdings soll ja oben noch eine Socke montiert werden. Und dafür habe ich eine abgeflachte Halbkugel gewählt, die auf die Spitze der Feder gesetzt wird. Also eine Kugel konstruieren. Der Radius hier beträgt 40 mm und diese dann nach oben auf die Spitze der Feder setzen. Mit Maßstab habe ich dann diese Kugel in der Z-Achse gequetscht. Dafür wählt man beim Skalierungstyp nicht einheitlich aus. Für Punkt kann man einen Punkt an der Seite oder oben an der Kugel wählen und danach die Kugel dann einfach in der Z-Ebene zusammenziehen. Nun ist die Form nahezu fertig, allerdings gibt es hier noch ein kleines Problem, denn der Drucker kann ja nicht einfach so in der Luft drucken. Und wenn man sich das Ganze hier von unten ansieht, sieht man, dass er dies jetzt an der Stelle hier tun würde. Dafür flache ich aber nun einfach dieses Oval hier ab, damit er die Supportstruktur benutzt und eine Brücke quasi über die ganze Breite druckt. Ich blende einmal alle Ebenen aus, um dann einen Zylinder in der Höhe von 230 mm zu erstellen. Die Breite ist hier eigentlich egal, Hauptsache sie ist breiter als unser Oval oben und damit die benötigte Fläche von der oberen Form abzuziehen.
Und als letzten Schritt reduziere ich nun nochmal etwas die Dimension der Kappe, denn auch an den Außenrändern würde nun ein Überdruck erfolgen, der so nicht möglich wäre. Und damit sieht die Feder nun folgendermaßen aus. Je nachdem, welche Druckergröße ihr habt, müsst ihr hier eine andere Höhe eingeben für die Feder. In meinem Hauptvideo mutmaße ich ja, dass man mit warmem Wasser die ganze Feder etwas weiter aufspannen kann. Mich würde interessieren, ob das echt funktioniert. Falls ihr das mal ausprobiert, dann sagt Bescheid. In Cure sollte das Ganze dann jetzt folgendermaßen aussehen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt hier die Preview anklickt, sollte man sehen, dass hier nur eine Linie gedruckt wird, da wo wir den Support eingeplant haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Direktor.